Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strecke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu The Witcher, Rise of the White Wolf. Also zu The Witcher 1. Und das Spiel hat uns hier begrüßt mit einem epischen, mit einer epischen Prologgeschichte, die interessant ist, weil sie tatsächlich ein Teil einer ersten Geschichte erzählt von Andrzej Sapkowski, dem Autor von The Witcher, von den Kurzgeschichten und den Romanen. Und tatsächlich das, was wir eben gesehen haben, ist die erste Geschichte, die auch bezeichnenderweise Der Hexer auch heißt, aus dem allerersten Erzählband. Und die führt schon ganz gut ein in das, was den Hexer ausmacht, was Geralt von Riva ausmacht. Aber möglicherweise, das weiß ich nicht genau, führt sie auch schon ein bisschen in einen Handlungsstrang ein. Wobei, wir haben gesehen, es ist eine gewisse Zeit vergangen. Das ist der Moment, wo der Hexer berühmt geworden ist, wie uns hier gerade erzählt wurde. Das Spiel setzt zu einem späteren Zeitpunkt ein, aber es wird uns an den gleichen Ort führen, nämlich nach Vizima. Dazu aber später mehr. Ja, willkommen zu einem leicht größenwahnsinnigen Projekt, wie ich zugeben muss, denn ich möchte hier nicht nur The Witcher 1 Let's Playen, sondern das soll der Auftakt einer riesigen Reihe sein. The Witcher 1 bis 3 soll hier stattfinden. Aber, wie heißt es so schön, wie isst man einen Elefanten scheibchenweise? Fangen wir also erstmal ganz klein an, hier mit The Witcher 1. Vorweg ein paar Hinweise, falls ihr meine Art, solche Spiele zu Let's Playen noch nicht kennt. Eine kleine Vorwarnung. Ich werde das relativ ausführlich spielen. Ich nenne das immer Slow und Long Play. Das wird euch hier erwarten. Das heißt, ich möchte eintauchen in die Welt, so viel wie möglich mitnehmen. Wir werden uns viel mit dem Journal beschäftigen. Wir werden die Informationstexte lesen zu den Kreaturen, zu den Charakteren, zu den Orten. Und ich hatte schon angedeutet, ich lese nebenbei auch die Bücher von Sapkowski, sodass sicher auch dort noch viel einfließen wird. Vielleicht Ergänzendes oder vielleicht auch Unterschiedliches. Das wird immer mal wieder eine Rolle spielen. Außerdem möchte ich so immersiv wie möglich spielen, das heißt, ich möchte mich hineinversetzen in die Rolle des Hexers und aus seiner Perspektive dieses Spiel spielen. Da gibt es natürlich immer auch noch Entscheidungsfreiheiten und Möglichkeiten, aber ich möchte mich einigermaßen authentisch in dieser Welt bewegen, sagen wir es mal so. Das hat seine Grenzen bei bestimmten Spielmechaniken, dazu werden wir auch später kommen. Ich nutze für dieses Let's Play eine Reihe von Mods, die aber vor allem
eigentlich die Grafik aufhübschen. Welche das sind, findet ihr in einem Google-Dokument. Link in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch ein kleines eigenes Video dazu gemacht, wo ich die nochmal im Einzelnen vorstelle. Und ansonsten bitte ich euch, in den Kommentaren auf Spoiler zu verzichten. Ganz, ganz wichtig. Einerseits für die Zuschauer, die das Spiel noch nicht kennen. Andererseits natürlich auch für mich, denn... Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was kenne ich eigentlich schon von The Witcher 1? Ich habe es vor vielen Jahren mal eine längere Zeit wirklich gespielt, aber mein Gedächtnis in dieser Hinsicht ist sehr, sehr löchrig. Ich habe fast alles vergessen, auf jeden Fall sogar die Details. Insofern ist das fast ein Blind-Let's Play. Ganz grob, so an Einzelheiten, an einzelne Dinge kann ich mich vielleicht noch erinnern, aber ansonsten kenne ich es nicht. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld, um die Mods zu testen und ein bisschen was auszuprobieren, habe ich im Prolog schon mal ein bisschen rumgespielt, aber das war es dann auch. So, das ist jetzt der Stand der Dinge und damit starten wir einfach. Ein neues Spiel. Es geht los. Ja, es gibt hier noch zusätzliche Abenteuer-Szenarien. Ich glaube, die sind teilweise von der Community selbst entwickelt, aber das spielen wir nicht. Wir spielen The Witcher, das eigentliche Spiel. Und hier kommt schon eine spannende Frage, nämlich welche Schwierigkeitsstufe soll gewählt werden? Ich entscheide mich für schwer. Warum entscheide ich mich für schwer? Weil ich erstens die Herausforderung mag, zweitens erst meine Erfahrung ist, erst wenn man schwer spielt, werden alle Spielmechaniken wirklich nötig sein. Vor allem Alchemie, die Vorbereitung auf bestimmte Kämpfe, auf bestimmte Monster. Das wird viel, viel wichtiger sein. Das sind interessante Aspekte dieses Spiels. Deswegen versuche ich es. Das ist in diesem Spiel aber, glaube ich, auch wirklich schwer, weil die Steuerung durchaus gewöhnungsbedürftig ist. Und es fehlt einem, wenn man auf schwer spielt, ein ganz entscheidender Hinweis, den man bekommt bei der Spielsteuerung. Aber dazu später mehr, wenn wir im Kampf sind. Okay. Ja, das machen wir Tastatur- und Maussteuerung, das ist klar. Und damit geht's jetzt auch schon los. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kaedwen. Das Jahr 1270, fünf Jahre nach dem Großen Krieg. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen.
die legendäre Bergfestung der Hexer. Spieler von Teil 3 werden das wiedererkennen. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegungen. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Vesemir, wir haben Gesellschaft. Oha, das ist ja eine kleine Armee. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Oh Gott. So, die Tutorials habe ich natürlich noch angelassen, damit wir gemeinsam jetzt hier auch die Grundlagen lernen können. Bewegt den Cursor über das Schwert und linksklickt, um es zu verwenden. Okay, wir müssen also jetzt dieses rostige Schwert hier nehmen. Linksklickt auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen, freundliche Charaktere haben grüne. Gut, dann stürzen wir uns mal in den Kampf. Zum Kampf sage ich gleich nachher noch. Der ist nämlich sehr speziell. Ich werde mich erstmal hier ein bisschen konzentrieren. Das ist auch schon nötig. So, machen wir mit dem hier weiter. Wer lebt noch? Da haben wir noch einen. Sterbt! Okay, die haben wir erstmal besiegt. Gut, hier lernen wir noch ein bisschen was über den Kameramodus, WASD-Tasten und so weiter. Wir bleiben bei der Schulterkamerabewegung. Das scheint mir die beste zu sein. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Okay, dann also erstmal dahin. Gut, also wenn wir eine ruhige Minute haben, dann schauen wir uns auch diese ganzen Charaktereinträge an. Aber erstmal
müssen uns hier verteidigen. Das scheint da oben der obere Innenhof zu sein. Kommt ihr nach? Warum seid ihr so langsam? Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was sie ist haben das? Einen Rambok. Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Okay, er kontrolliert offenbar dieses Monster. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit! Da sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein! Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung! Wieso kennt er den Weg? Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catwin gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen. Auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Okay, dann kümmern wir uns darum. Verfolgt die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Ich glaube, dieser farbige Pfeil zeigt uns immer das jeweilige Questziel an. Links klickt auf das Kartensymbol oder drückt M, um eine Karte des Aufenthaltsortes zu sehen. Genau, das ist das hier. Aber erstmal haben wir zu kämpfen. Zieh dein Schwert, Geralt. So, jetzt das Wichtigste zur Kampfmechanik. Anders als man denkt, geht es hier nicht darum, möglichst schnell zu klicken oder so, sondern es geht um den richtigen Moment. Und der ist teilweise, der ist immer nur, keine Ahnung, eine halbe Sekunde oder so offen. Den richtigen Moment für Kettenangriffe. Dann gibt es nämlich Angriffsboni. Im leichten und mittleren Schwierigkeitsgrad wird einem das am Cursor angezeigt durch so ein flammendes Symbol. Im schweren Schwierigkeitsgrad, den ich hier spiele, wird einem das nicht angezeigt. Da muss man es einfach von der Bewegung her kennen und es muss zur Intuition werden. Das ist das Schwierige. Das heißt, man drückt tatsächlich nur einmal auf den Gegner, wartet die Animation ab, drückt dann nochmal, um die Kombi zu starten und so weiter. Das wird dann nachher noch stärker durch bestimmte Fähigkeiten und Perks. Das ist im Kern alles und das Wichtige ist, was man wissen muss, parieren passiert automatisch anhand der Werte, die der Charakter hat. Das heißt, man muss mit Rechtsklick nicht parieren. Ausweichen gäbe es, aber allerdings finde ich das hier nicht besonders stark. Das ist nur in manchen Situationen wichtig. Gut, also Kettenangriffe, eine Kette von Angriffen, um Feinde noch effizienter zu töten. Nutzt den Linksklick erst, wenn ihr die orange-rote Aura seht. Kettenangriffe erfordern ein genaues Timing. Wenn ihr zu früh klickt, unterbrecht ihr den Angriff. Wenn ihr zu spät klickt, wird die Sequenz erneut gestartet. Ihr seht das, wenn ich richtig bin. Da steht dann oben immer Zweifach-Kombo oder Dreifach-Kombo oder letzter Angriff. Dann habe ich ein Kombo geschafft oder einen Kettenangriff. Okay. So, jetzt. Ah, zu schnell. Jetzt. Jetzt habe ich es. Und nochmal. Letzter Schlag. Perfekt. So, also das waren jetzt, glaube ich, 5 korrekte Schläge und einer, der nicht korrekt war. Das ist im Kern die Kampfmechanik. Wird nachher noch ein bisschen komplexer durch verschiedene Kampfhaltungen, verschiedene Waffentypen, die man nutzen muss. So,
Also, gehen wir weiter. Da oben sind noch zwei. Aber erstmal haben wir zwei jetzt. Mal gucken. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. So, der andere. Gott sei Dank hat er brav gewartet, bis wir seinen Kumpel erledigt haben. Ich lasse euch kriegen. So, auch eine wichtige Mechanik. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Das heißt, manche, also die Schläge haben eine Chance, dass sie Effekte auslösen. Zum Beispiel bluten oder ähnliches. Aber auch betäuben. Und wenn man jemanden betäubt, dann kann man so eine Art Finishing-Schlag machen, der den tatsächlich tötet, obwohl er noch zum Beispiel die Hälfte an Lebenspunkte hat. Wichtige Sache. Links klickt auf ihn, um ihn zu erledigen. Angriffe können kritische Effekte wie Lähmen, Bluten und Schmerz verursachen. Genau, das war das, was ich sagte. Okay. Okay, jetzt habe ich versagt, aber nein. Jo. So sieht das dann zum Beispiel aus. Okay, gut. Gehen wir weiter. Da hinten hockt einer. Da stehen zwei. Hier ist nichts. Was ist hier für eine nette Ecke? Nichts. Okay. Da hinten sehen wir Triss, wie sie da die Gegner versucht aufzuhalten. Da oben sind auch noch welche. Wir müssen eigentlich, glaube ich, da hinten hin. Naja, gut. So, mein Freund. Komm mal her. Ja, die anderen wollen wir nicht anlocken. Und da haben wir ihn gelähmt. Und da ist er erledigt. So, da haben wir wieder zwei. Na, kommt dran, ihr Burschen. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. So, Geralt lässt sich massiv Zeit, wird derweil von hinten schon attackiert. Gut, ihr seht, das ist ein ziemlich blutiges Gemetzel. So, wir müssen da hoch, glaube ich. Im Moment ist hier noch nichts in Fässern oder so. Blut, das Thema kommt später. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Kampfstil, nämlich dem schnellen Kampfstil. Benutzt den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechselt in diesen Stil durch den Linksklick auf das Katzensymbol oder indem ihr X drückt oder indem man Q mit Q durchschaltet. Das mache ich jetzt mal. So, wir halten jetzt die Waffe anders. Und ihr seht, wir schlagen auch anders. Wenn man das gut macht, dann kommt der Gegner eigentlich gar nicht zum Schlag. Deswegen braucht man auch überhaupt nicht ausweichen oder so. Ausweichen ist manchmal wichtig, wenn es Gegnergruppen gibt und man steht dann irgendwie ungünstig. So, die Schwierigkeit ist, im richtigen Moment den richtigen Kampfstil dann zu haben. Da haben wir zum Beispiel wieder einen dicken Gegner. Also schalten wir zurück. Genau, das ist der starke Kampfstil, der hier oben. Lass euch quieken! Ich glaube, das ist eher andersrum. So, das war's mit ihm. Ihr seht, ja, also oben links unsere Lebensanzeige. Bisschen Treffer haben wir abbekommen, aber ich glaube, das war vorhin bei dieser Aktion da unten, als wir diese Finishing-Animation hatten und dann in den Rücken geschlagen wurden. Ansonsten läuft das hier im Moment ganz gut. Da unten haben wir ziemlich viele. So, jetzt werden wir informiert, dass es auch eine aktive Pause gibt. Das heißt, wir können mit Leertaste in einen Pausenmodus wechseln und Kampfstile in Ruhe ändern. Das werde ich relativ wenig nutzen. Sinnvoll ist es manchmal, wenn man ins Inventar gehen will, um einen Trank rauszusuchen. Geralt hat ja eigentlich hier irgendwie an so einem Brustband verschiedene Tränke. Man hat aber nicht so viele Quick-Slots. Insofern finde ich für diesen Zweck das ganz in Ordnung. So, das heißt, was will uns das Spiel damit sagen? Wir wollen jetzt erstmal. Ah ja, das ist ein schneller Fuzzi. Sterb, Bastard! So, und da fliegt der andere. Ist Gott sei Dank noch nicht gekommen. Oh, wir kommen Pfeile.
Wir müssen den anderen erstmal erledigen, werden aber nebenbei beschossen von Bogenschützen. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. So, wow. Die haben es hier auf uns abgesehen. Na, wir laufen mal vorbei. Das war der Turm, von dem Vesemir gesprochen hatte. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Und damit sind wir diese Typen erstmal los, wie es aussieht. Aber da wartet schon der nächste auf uns, okay. Wir sind aber schon im oberen Innenhof. Schon wieder einer. Okay, schnell umschalten auf Schnellziel. Bogenschützen haben wir dann auch noch. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Den müssen wir uns auch noch vornehmen. Komm, 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 komm her. Ich lass euch quieken. Und der Dicke. Würde man gegen den jetzt im schnellen Stil kämpfen, hätte man keine Chance. Also es ist nicht nur pro forma, sondern man würde echt... Boah, schon, da ist schon wieder der nächste. Was ist denn hier los? Man würde ihr echt ablosen. Sollen, als ihr noch konntet. Okay, so. Haben wir jetzt hier mal ein bisschen Ruhe. Lagerungskessel, Glocke. Ach, warte mal, ist das die Glocke? Sollen wir die jetzt schon schlagen? Eigentlich ist das nicht unser Job, aber ich guck mal, was passiert. Eigentlich. Wir sollten unten das Tor aufmachen, ne? Belagerungskessel. Ich kann diesen Kessel nicht bewegen, er ist zu schwer. Vielleicht könnte ich ein bisschen Magie darauf wirken. Wir können uns an Magie nicht erinnern. So, und es geht los mit Überresten. So viel Zeit muss sein. Ja, das ist eine Sache, die nicht ganz so immersiv ist. Ich werde aber natürlich trotzdem looten, weil es nötig ist, um überhaupt klarzukommen. So, drei Gegner haben wir da unten. Okay. Fangen wir mal mit dem Schnellstier an. Kommt mal hier hoch. Kommt mal auf die Treppe, dass die hinteren da nicht durchkommen. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Unnütziger Kamerawinkel gerade. Der ist erledigt. Ich werde euch töten. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Auf jeden Fall eine gute Position hier auf der Treppe. So, der andere hat zugeschlagen. Legt euch mit mir an und ihr abwehren. So, das war's. Links klickt auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Drückt Alt, um alle benutzbaren Gegenstände in eurer Nähe zu markieren. Ihr könnt Objekte und Türen nicht während eines Kampfes benutzen. So, gut. Machen wir das. Die Winde. Also. Job erfüllt. Die sind immer noch dabei. Auch das Monster scheint dann noch irgendwie... Oh-oh. Gut, Problem erstmal gelöst. Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles.
Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Okay, wir lernen das Inventar kennen. Öffnet das Inventar durch den Linksklick auf den Ranzensymbol und so weiter. Rechtsklickt auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Zieht Tränke aus dem Inventar auf Schnellfächer, die euch eine schnelle Benutzung ermöglichen. Gut. So, das ist unser Inventar. Wir lernen auch schon die Formel für Donner. Wir sehen, wir haben ein bisschen Bier dabei. Wir haben Donner und wir haben Schwalbe. Donner bringt Schaden, mehr Schaden. Macht jedoch Ausweichen und Parieren unmöglich. Aha. Schwalbe bringt Vitalitätsregeneration. Gut, dann trinken wir mal Donner. Und damit haben wir hier einen ersten Effekt. Aktive Effekte erscheinen in dem Ring um das Medaillon. So, das gucken wir uns mal an. Donner, zugefügter Schaden um 100% erhöht. Ausweichen Effizienz um 50% reduziert. Parieren ebenso. Und die Zeit läuft. 8 Stunden läuft das, aber 8 Ingame-Stunden, keine Echtzeitstunden. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. So, wir müssen jetzt da oben rein. In den Bergfried hier. Zentrum. Müssen wir mit ihm sprechen? Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Okay. Der Jungspund hier. Wir gehen rein. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Was für ein Sturm. Okay, über Leo können wir nachher auch noch was lesen. Ich schaue mich kurz hier ein bisschen um. Sehr eindrucksvoll. Feinden ausweichen. Gut, jetzt lernen wir, dass wir auch ausweichen können. Okay, wow, das sind viele. Schauen wir mal. Ah, wir haben ja jetzt den 100% Schaden. Ja, das geht ja deutlich schneller. Wir können mal ausweichen, also so nach hinten springen. Aber wie gesagt, wenn wir erstmal hier bei den Kombos sind, ist, dann bringt das eher wenig. Gut. So, die haben aber auch noch nichts freigelassen. Da hinten haben wir noch ein Hühnchen, das wir nehmen können. Ist das hier? Ne, das ist auf der anderen Seite. Dann gehen wir weiter. Okay, und jetzt kommt der dritte und letzte Kampfstil, den wir kennenlernen. Der Gruppenkampfstil. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechselt in diesen Stil durch das Greifensymbol oder C. Gut, das ist der untere Stil. Oh, da kommen sie auch.
Gut, dann mischen wir uns auch direkt rein in die Gruppe. Ihr seht, hier verteilt man Schaden auf Umliegende. Was? Euer Ende ist gekommen! Äußerst effektiv sein kann. Hier könnte man, glaube ich, wieder auf schnell wechseln, ne? Wenn man wieder nur einen Gegner hat. So, und hier, die haben jetzt tatsächlich schon was freigelassen. Und da muss ich jetzt leider umständlicherweise hier einzeln looten. Was haben wir denn hier? Ein Huhn. Wisst ihr was? Wir essen mal ein Huhn. Finde ich gut. Machen wir gleich mal. Machen wir jetzt mal, denn regenerieren wir schon ein bisschen. Hau mal rein. Naja. Weil ein bisschen Leben haben wir verloren. Kann nicht schaden. Das bedeutet am Ende nur, dass wir, dass diese Leiste jetzt hier langsam hochgeht. Sonst würde sie nicht hochgehen. Was ist das? Ein Feuerstein wird verwendet, um ein Feuer anzuzünden. Nur einmal verwendbar. Und das sind Orens, die temerische Währung. Die wir natürlich gebrauchen können. So, Treppenhaus. Hoch oder runter? Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Okay, Geralt kann natürlich mehr als nur mit dem Schwert kämpfen, aber er hat das offensichtlich alles vergessen. Hier müssen wir durch, dazu brauchen wir Art. Oh, warte mal, hier ist eine Truhe mit dreimal Feuerstein. Die Gruft. Elementarkreise. Links klickt auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Schaut euch später im Spiel nach anderen Elementarkreisen um, um neue Mächte zu erlernen. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Gut, wir haben das erste Zeichen gelernt. Das A-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzustoßen. Rechtsklickt auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. Tipp: Niedergeschlagene oder betäubte Feinde sind leicht mit einem einzigen Schlag zu töten. Alles klar. Das hilft also in Kombination vermutlich mit dem Schwertkampf. Gut. Ich sollte das Zeichen Art auf die Steine wirken, die den Ausgang blockieren. Das machen wir. Perfekt. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig.
Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Nein, wir gehen mit Triss. Das Labor scheint mir tatsächlich jetzt auch wichtiger zu sein. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Vorsicht! Oha. Schnell, verteidigt das Labor! Na, dann drücken wir die Daumen, dass die das da hinkriegen. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Okay. Damit haben wir jetzt noch einen Trank erhalten. Ich würde sagen, wir nehmen, glaube ich, jetzt mal beide. Das könnten wir, glaube ich, jetzt gebrauchen. Scheint jetzt schwierig zu werden. Also nehmen wir Waldkauz für Ausdauer. Ausdauer ist, glaube ich, der orange Balken. Der geht runter, wenn wir unsere Sprüche anwenden. Aber ich nehme auch den für Lebensregeneration. Also Waldkauz. Das Problem ist, dass unsere Vergiftung ansteigt. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, das wird dann hoffentlich noch gesagt, was der Nachteil ist, wenn das hier auf Maximum geht. Aber ich nehme trotzdem den Schwalbetrank jetzt. So, auf geht's. Zücken wir mal direkt das Schwert. Oh, da haben wir schon vier dieser Typen. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Okay. Ihr unterschätzt euren Gegner. Jetzt stärkt mich die Energie meiner Männer. Niemand legt sich mit den Salamandern an. Niemand! Okay, ich glaube, ich muss erst die Typen hier erledigen. Aber ich bin im falschen Kampfmodus jetzt aber. Leo sagt es mir auch. Okay, das geht relativ schnell. Sehr gut. So, jetzt können wir ihn angreifen. Okay, jetzt erfahren wir nochmal über die Ausdauer. Genau. Wenn wir ein Zeichen einsetzen, sinkt diese. Ausdauer wird mit der Zeit wiederhergestellt. Waldchaos, Regeneration beschleunigt. Gut, wir haben ihn gleich mal einmal angewandt. Jetzt liegt er unten. Aber nur kurz. Jetzt verschwindet er. Taucht hier wieder auf, okay. Euer letztes Stück Seil hat geschlagen. Ich will halt die Kombos hier durchbekommen. Jetzt ist er wieder weg. Wohin?
das war einmal zu viel. Na, komm her, mein Freund. Verteidigt euch! Oh, verdammt, jetzt brennen wir irgendwie. Jetzt verlieren wir auch deutlich an Gesundheit. Aber wir haben ihn, Leute. Okay. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nein. Ja, ein bisschen. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. So, wir helfen ja auch gleich. Aber wir gucken hier nochmal. Er hat hier sicher noch was bei sich gehabt. Was hat er denn? Ein Saphir, wertvoller Gegenstand, kann verkauft werden. Belegtes Brot mit Huhn. Calcium Equum. Und Orens 38. So, wo ist Triss jetzt hin? Die ist weiter zum Labor, ne? Hier hinten. Oh, verdammt, da liegt sie. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Wir müssen runter. Ja, Quest sagt uns das auch. Laboratorium. Okay. Wir sind wieder da. Was machen die da? Die suchen irgendwas. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Aha. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Auch mit einem rostigen Schwert? Mal sehen. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Leo. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wesemir, Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Okay. Wir lernen zu meditieren. Linksklickt auf das Meditationssymbol, um mit den Modus zu wechseln. Wählt jetzt die Dauer der Meditation aus, indem ihr das Mittags-, Morgengrauen-, Mitternacht- oder Dämmerungssymbol anklickt oder indem ihr den Meditationsschieberegler bewegt. Das heißt, wir können jetzt direkt in die Meditation wechseln
oder dies später machen. Ich würde sagen, ja, wir machen das mal direkt. Genau. Denn jetzt scheint auch der Moment schon gekommen zu sein, wo wir uns ein bisschen verbessern können. Wir haben Talente verdient. Verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attributenzeichen und Kampfstilen. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links aus. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fähigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, linksklickt das Stundenglas. Um sie zu löschen und neu auszuwählen, linksklickt auf Löschen. So, genau. Und das sind unsere Eigenschaften. Das ist jetzt die Charakterentwicklung. Ich zeige euch das jetzt mal im Groben. Es gibt erstmal diese vier Eigenschaften: Stärke, Gewandtheit, Ausdauer, Intelligenz. Und in jedem Eigenschaftsbereich gibt es hier bestimmte Perks, die man wählen kann. Wobei es immer von links unten hier hoch geht. Ihr seht, es gibt Talente, Bronzetalente, Silbertalente und Goldtalente. Bronzetalente kriegt man ab Level 1, Silber ab Level 15, Gold ab Level 34. Und hier oben zum Beispiel bräuchte man Goldtalent, hier bräuchte man ein Silbertalent. Hier unten, da genügt ein Bronzetalent. Und dann gibt es so zusätzliche Perks, die man dann immer noch freischalten kann. Ja, dann das gleiche gibt es für diese fünf Zeichen, die wir nutzen können. Und für das Stahlschwert mit den drei Kampfstilen und für das Silberschwert mit den drei Kampfstilen. Gut, und jetzt ist die Frage, was wir für den Anfang machen. Dazu müsste man sich das im Einzelnen mal anschauen. Bei Stärke ist es so, das ist schon mal ganz gut, weil das bringt allgemein plus Schaden, plus Parieren, Vitalität, Blutresistenz, Niederschlagresistenz. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache. Zusätzlich haben wir hier Boni, wenn wir Alkohol getrunken haben, wenn wir das wählen, das ist mir zu speziell. Wenn wir weniger als 65% haben, ist mir auch zu speziell. Machen wir nicht, aber das nehmen wir vielleicht. Merken wir uns mal. Gewandtheit bringt Angreifen und Ausweichen. Okay, das bringt Schaden und Parieren, das bringt Trefferchance, so wie es aussieht. Und andere Resistenzen. Haut abziehen. Geschichtsfähigkeit. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Es meint, glaube ich, dass man... Das sind so spielmechanische Fähigkeiten. Das heißt, man kann besser... Schaltet die Fähigkeit frei, Ungeheuern Zutaten zu entnehmen. Scheint mir ja auch eine relativ wichtige Sache zu sein. Hier Raubtier ist auch ganz cool. Zwischen Mitternacht und Dämmerung haben wir plus 50% Angreifen und Ausweichen. Allerdings muss man vorher ein Mutagen verzehren. Ja, okay, das ist Gewandtheit. Ausdauer bringt... Ja, eben Ausdauer... Und andere Formen von Resistenzen plus reduziert die Dauer eines Alkoholrausches und man kann Zutaten auch direkt roh verzehren. Na, scheint mir nicht so zwingend zu sein. Intelligenz verbessert die Zeichenintensität plus 10%. Und Stufe 2 können wir machen und hier können wir Tränke herstellen. Mondaufgang, Zeichenintensität plus 100%, wirkt nur während der Mond aufgeht. Also in dieser Zeit sind die Zeichen besonders stark. Ja gut, und dann können wir die Zeichen jeweils verbessern. Ich werde mal Folgendes tun. Also Haut abziehen, Anatomie finde ich schon mal ganz relevant. Ich werde erstmal Gewandtheit verbessern. Und ach, kann das sein, dass wir das schon haben? Weil das kann ich jetzt gerade nicht anwählen. Das finde ich ein bisschen unklar. Wann haben wir was? Also wo sieht man, was man hat und was man nicht hat? Kann ich also nicht anwählen? Gehe ich mal davon aus, dass wir das schon haben. Und wie war das hier mit den Tränken herstellen? Das finde ich auch noch relevant. Ich glaube, das haben wir auch schon. Zeichenintensität ist sicher auch eine gute Sache. Ich glaube, das könnte man allgemein auch mal machen. Und dann werde ich noch Stahlschwert, starker Stahl, glaube ich, steigern. Erster Angriff in einer Sequenz besteht aus zwei Hieben, verbessert einfach den Schaden, reduziert den Effekt der feindlichen Rüstung und erhöht Blutenchance. Aber hier steht, erfordert Bronzetalent. Ich kann es nicht... Ah, warte mal, das ist der Basiseffekt möglicherweise. Oder ich kann das auch schon.
Schlagaderschnitt 1, Bluten plus 15%. Der scheint mir jetzt auch sehr speziell zu sein. Schaden plus 20%. Schaden plus 40%, aber nur, wenn man weniger als 15% Vitalität hat. Machen wir das mal hier. Plus 20% Schaden. Und damit haben wir die alle eingesetzt. Okay, gut. Dann meditieren wir und sind etwas stärker geworden. So, da erwachen wir nach einer Stunde wieder unten im Labor. Und dies, liebe Leute, ist der Moment unserer ersten Pause. Der Anfang ist geschafft. Wir werden uns jetzt erstmal in Ruhe hier umsehen und dann hochgehen zu den anderen. Und dann schauen wir mal. Ah, Wesemir steht hier unten auch noch. Und ich denke, wir werden das nächste Mal uns auch im Journal ein bisschen umschauen, ein bisschen was über die Charaktere und die Orte hier erfahren, bevor wir weiterlaufen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.